Wir spreizen die Zeit. Spreizerbau plant heuer ein sehr interessantes Fest, und zwar ein Aufmerksamkeitsfest mit dem Titel Spreizer spreizert die Zeit. Ja, Spreizerbau ist grundsätzlich anders und dem wollte man einfach einen Ausdruck geben. Und es war so die Idee, ein schönes, positives Fest zu gestalten, bei dem es lustig ist, bei dem es uns gut geht, bei dem wir aber auch zum Nachdenken anregen, ein bisschen auch, wirklich auch ein Message mitgeben. Im Prinzip wollen wir uns auch als Firma präsentieren. Wir wollten einfach in der heutigen Zeit, wo ja ganz viel gejammert wird und alles ganz schlecht ist, wollte man einfach einen Kontrapunkt setzen. Nämlich den Kontrapunkt: Wirtschaften kann auch schön sein, kann Freude machen. Ja, wir wollen einfach in dem Ganzen positive Schritte setzen, positive Aspekte den Menschen vor die Augen führen. Die Firma Spreizerbau hat für dieses Fest eine eigene Agentur engagiert, und diese Agentur hat im Untertitel Freak Marketing. Da fragt sich natürlich jetzt jeder, was ist das? Genau, Freak Marketing ist von Pirado Verde und es ist die Schnittstelle zwischen Kunst und Wirtschaft. Das heißt, mit Freak Marketing wollen wir wirtschaftliche Unternehmen, wie in dem Fall Spreizerbau, auf eine künstlerische Art und Weise präsentieren. Das heißt, wir zeigen die Werte der Firma über Sketches, über Theaterspiele, die nicht nur wir Künstlerinnen und Künstler spielen, sondern eben auch die Chefs der Firma und die Mitarbeiterinnen sind da eingebunden und werden uns zeigen, was eigentlich Spreizerbau ist. Herr Baumeister, wir spreizern die Zeit. Was kann das sein? Ja, das ist jetzt ganz was anderes. Also wir schauen in die Vergangenheit und in die Zukunft aus Sicht der Bauwirtschaft und mit Fotomaterial, und es wird einfach ein lockeres Festl und wir feiern gern, arbeiten dann auch, und nur arbeiten ist zu wenig, es gehört auch Spaß dazu und wir freuen uns schon riesig auf diesen Abend. Wenn ich Sie jetzt frage, präsentieren Sie uns dieses Veranstaltungskonzept, diesen Event mit 4 Worten, was würden Sie dann sagen? 4 Worte, das ist sehr einfach: Steinzeit, Römerzeit, Industrialisierung und Zukunft. Das sind nämlich die 4 Epochen, die wir im Zuge dieser Zeitreise durchleben werden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ja, 4 Wörter, 4 Epochen ist Spreizerbau. Wir spreizen die Zeit.